Anfang der 70er Jahre. Mit ihrer Eleganz und ihrem Stil erobert eine fernöstliche Kampfkunst das westliche Publikum im Sturm. In ihrer Heimat China ist Kung Fu schon seit Jahrhunderten populär. Genau Kung Fu entstanden ist, weiß niemand so genau. Die Ursprünge reichen bis vor unsere Zeitrechnung. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich daraus mehr als eine Kampfkunst. Kung Fu ist eine Art zu leben. Vor etwa 1500 Jahren ersannen die Mönche eines Shaolin-Klosters bestimmte Bewegungs- und Atemtechniken zur Meditation und auch um sich körperlich fit zu halten. Diese Übungen sind bis heute der Kern des Kung Fu. Zhongshan in der Provinz Henan, berühmt für die Schönheit seiner Natur. Hier begann die Geschichte des Shaolin Kung Fu. Und hier wird sie fortgeschrieben. Früh an einem kalten, dunklen Morgen. Für diese 10-jährigen Jungen wird es gleich noch viel ungemütlicher. So wie jeden Morgen. Dieser Berg ist rund 1000 Meter hoch. Ein Erwachsener braucht normalerweise 1,5 Stunden, um den Gipfel zu erreichen. Diese Jungen sollen es in 20 Minuten schaffen. Sobald sie oben sind, müssen sie sofort wieder nach unten krabbeln. Auf Händen und Knien. Diese Kinder sind weltliche Shaolin-Schüler. Außerdem leben im Kloster noch die sogenannten Kampfmönche. Kampfmönch zu werden ist der Traum eines jeden Schülers. Aber das erfordert die höchsten Fähigkeiten im Kung-Fu und absolute Hingabe. Nur die wenigsten Schüler werden eines Tages von ihrem Meister zum Kampfmönch ernannt. Die Kampfmönche repräsentieren das Shaolin-Kloster mit ihren Auftritten im Ausland und mehren so das Ansehen der Shaolin. Mit ihren Auftritten machen sie uns auf der ganzen Welt berühmt. Insgesamt gibt es nur rund 150 Shaolin-Kampfmönche. Nur die absolut Besten und Zähesten überstehen die extrem harte Ausbildung. Während die Monate vergehen, nehmen die Strapazen des Trainings immer weiter zu. Kaum sind die Schüler auf allen Vieren den Berg hinuntergekommen, beginnt die nächste Einheit, das Grundlagentraining. Jeden Tag 2 Stunden lang.
Das sind spezielle Dehn- und Kraftübungen, die den Körper auf die verschiedenen Techniken des Kung-Fu vorbereiten sollen. Anschließend folgt das Training der eigentlichen Kampftechniken, sowohl mit als auch ohne Waffen. Eine einzelne Übung dauert zwar nur etwa 40 Sekunden, aber die Schüler wiederholen sie bis zu 4 Stunden lang, bis die Angriffstechnik in Fleisch und Blut übergeht. Jeder Schlag wird mit absoluter Präzision und mit maximaler Kraft ausgeführt. Am Ende sollen die Schüler die komplizierten Bewegungsabläufe blind beherrschen. In der Küche des Shaolin-Klosters wird jeden Tag für über 100 Menschen gekocht. Ausschließlich vegetarische Gerichte wie Sojabohnensprossen mit gedämpften Brötchen und Reis. Trotz ihres intensiven Trainingsprogramms leben die Kampfmönche streng vegetarisch. Sie ernähren sich einfach, so wie ihr ganzer Lebensstil einfach ist. Auch die weltlichen Schüler müssen auf Fleisch und Fisch verzichten. Wegen ihrer kräftezehrenden Ausbildung essen sie aber oft viel mehr als die Erwachsenen. Mit aufmerksamem Blick überwachen die Großmeister das Training der weltlichen Schüler und der Kampfmönche. Sie achten darauf, dass sie die Übungen absolut exakt ausführen. Die Großmeister schauen sich ihre Schüler ganz genau an. Haben sie genug Talent und bringen sie auch die nötigen körperlichen Voraussetzungen mit? Wichtig sind Kondition, Gesundheit und Körpergröße. Ein Anfänger muss von Anfang an relativ fit sein, um für Kung-Fu geeignet zu sein. Außerdem muss er eine gewisse Größe haben und darf nicht zu dick sein. Nur wer gut in Form ist, eine gute Physis hat und die nötige buddhistische Hingabe, hat eine Chance, Shaolin-Kampfmönch zu werden. Für die weltlichen Schüler sind die Anforderungen weniger streng. Es genügt, normal gebaut und gut beweglich zu sein. Das Wichtigste ist, dass die Schüler so früh wie möglich mit ihrer Ausbildung anfangen. Auch wenn es für das Erlernen von Shaolin-Kung-Fu keine Altersgrenze gibt, kleine Kinder lernen schneller, denn sie sind beweglicher und Beweglichkeit ist das A und O. Je beweglicher du bist, desto mehr Schmerzen kannst du ertragen. Je mehr Schmerzen du erträgst, desto schneller kannst du besser werden. Su Maosong ist 9 Jahre alt. Er lernt erst seit 3 Jahren Kung-Fu, ist aber schon einer der besten Kämpfer seiner Gruppe. Er ist ein ehrgeiziger und sehr talentierter Schüler. In kürzester Zeit hat er sich die grundlegende Shaolin-Technik Xiao Hong Quan angeeignet. Jede seiner Bewegungen ist voller Kraft, jeder Schritt sicher und stark. Und nicht nur das. Su hat die nötigen geistigen und körperlichen Voraussetzungen für Tong Si Gong, eine mystische Form des Shaolin Kung Fu, die gleichzeitig spirituelles und körperliches Training erfordert. Damit hat er viele seiner Altersgenossen überflügelt. Su hat eine außergewöhnliche Begabung.
Es ist heute unmöglich, die konkreten Ursprünge des Tong Si Gong zu ermitteln. Um das Kung-Fu der Shaolin-Mönche ranken sich viele Mythen. Immer wieder ist von einem buddhistischen Meister aus Indien die Rede. Sein Name Bodhidharma. Er soll vor 1500 Jahren zu den Shaolin gekommen sein, um sie den Buddhismus zu lehren. Aber die Mönche hatten nicht die nötige Kondition, um die stundenlangen Zen-Meditationen durchzustehen. Also entwickelte Bodhidharma auf Grundlage des indischen Yoga das Tong Si Gong, um so die Physis der Mönche zu stärken. Eine andere Legende besagt, dass vor 700 Jahren ein Oberhaupt der Shaolin die besten Kämpfer des ganzen Landes zum Tempel einlud, um sich mit ihnen über die unterschiedlichen Kampfkünste auszutauschen. Dabei entwickelten sie Tong Si Gong, das Beste aus allen Kampfstilen in sich vereint. Shaolin Kung Fu erfordert spirituelles, mentales und körperliches Training. Am deutlichsten wird dieses Prinzip im Tong Si Gong. Tong Si Gong gibt es für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Grundformen des Tong Si Gong konzentrieren sich vor allem auf verschiedene Rollen, Drehungen und Sprünge. Sehnen und Gelenke müssen dabei äußerst dehnbar und beweglich sein. Deshalb fällt es 5- bis 6-Jährigen am leichtesten, diese Techniken zu lernen. Diese beiden 9-jährigen Jungen praktizieren Tong Si Gong seit über 4 Jahren. Sie haben ihre eigentlich noch kindlichen Körper zu tödlichen Waffen entwickelt. Wer die Grundstufe des Tong Si Gong gemeistert hat, darf aufsteigen. Dieser 18 Jahre alte Schüler praktiziert seit 6 Jahren Tong Si Gong für Fortgeschrittene. Er demonstriert extreme Beweglichkeit bis an die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Tong Si Gong für Fortgeschrittene ähnelt dem Qigong. Die Bewegungen sind weich, aber kraftvoll. Die Gelenke, Sehnen und Bänder werden extrem stark überdehnt. Ein Meister des Tong Si Gong vermag seine Gliedmaßen auf fast unvorstellbare Weise zu verbiegen. Ein normaler Mensch kann seinen Fuß nicht weiter als 90 Grad zur Seite drehen. Ein Tong Si Gong Meister schafft unglaubliche 180 Grad. Aber warum ist diese enorme Beweglichkeit beim Kung Fu so wichtig? Um ein Shaolin-Kung-Fu-Meister zu werden, ist Tong Si Gong unerlässlich, so Meister Shi. Nur dank ihrer extremen Geschmeidigkeit können die Kämpfer die nötige Geschwindigkeit, Präzision und Kraft in ihren Bewegungen entwickeln. Und diese Fähigkeiten können sie sich ihr Leben lang erhalten. Wenn ein Kung-Fu-Kämpfer kein Tong Si Gong praktiziert, wird sich sein Kung-Fu im Alter zwischen 50 und 60 Jahren verschlechtern. Mit Tong Si Gong dagegen bleiben seine Kraft und Schnelligkeit erhalten. Aber warum hat Kung-Fu für einen Shaolin-Mönch überhaupt einen so hohen Stellenwert? Der Legende nach war es Kaiser Xiao Wen der nördlichen Wei-Dynastie, der vor 1500 Jahren den Auftrag zum Bau eines buddhistischen Klosters erteilte. Weil das Kloster in den Wäldern am Fuße des Shaoxi-Gebirges lag, nannte er es Shaolin. Die Silbe Lin bedeutet im Chinesischen Wald. Die
Die Wälder rund um das Kloster in den abgelegenen Bergen waren voller wilder Tiere und Räuber, die die Bewohner des Klosters bedrohten. Um sich zu verteidigen, begannen die Mönche mit Kung-Fu. Die landwirtschaftlichen Geräte, die sie jeden Tag benutzten, machten sie zu ihren Waffen. Weil sie keine speziellen Trainingsgeräte hatten, nahmen sie einfach, was sie gerade zur Hand hatten. Im Laufe der Jahre entwickelten sie ihre Techniken immer weiter. Aus diesen bescheidenen Anfängen entwickelte sich das knallharte und hocheffektive Trainingsprogramm, das bis heute das moderne Kung-Fu prägt. Im Verlauf der über 1500-jährigen Geschichte wurde nie ein Schnellkurs entwickelt, um Kung-Fu-Meister zu werden. Nur schier endloses Üben, extreme Anstrengungen und absolute Hingabe können zum vollkommenen Kung-Fu führen. Das Wort steht im Altchinesischen für etwas, das man sich durch große Anstrengung erworben hat. Kung-Fu zur Meisterschaft zu bringen, bleibt den Besten der Besten vorbehalten. Das Erste, was man im Kung-Fu lernen muss, die wichtigste Stellung überhaupt, ist Mabu, die Reiterstellung. Ein fester und sicherer Stand ist die Grundlage für jeden kraftvollen Angriff und auch dafür, den Attacken des Gegners widerstehen zu können. Wer ein Kung-Fu-Meister werden will, muss diese Grundstellung sein Leben lang üben. Am besten jeden Tag, 2 Stunden lang. Mit Schlägen ins Wasser trainieren die Kämpfer ihre Entschlossenheit. Bei eisigen Temperaturen lernen die Schüler außerdem, auch der Kälte zu widerstehen. Ein starker Wille ist mindestens genauso wichtig wie körperliche Kraft. In diesem Prinzip spiegelt sich das zentrale Ziel des Kung-Fu, Geist und Körper gleichermaßen zu trainieren. Mit dieser Übung härten die Kämpfer ihre sensiblen Finger ab. Denn die vielen Nervenenden in den Fingerspitzen machen sie extrem schmerzempfindlich und damit zu einer Schwachstelle. Auf den ersten Blick mag diese Übung harmlos aussehen. Aber schon nach kurzer Zeit verursacht das Eintauchen der gestreckten Finger in die getrockneten Bohnen schier unerträgliche Schmerzen. Wer sich dem Kung-Fu verschreibt, muss das aushalten können. Und zwar regelmäßig bis zu 2 Stunden lang, bis die Finger gestählt und unempfindlich für Schmerz geworden sind. Diese Übung trainiert die Explosivität, die Geschwindigkeit und damit die Wucht der Schläge. Das Ziel ist, alleine mit dem Luftzug, der durch den Faustschlag entsteht, die Kerze auszublasen. Das gelingt nur, wenn der Schlag mit absoluter Kraft und Präzision ausgeführt wird. Wenn die Kerze erlischt, wird sie wieder angezündet und die Übung beginnt von vorn. Ständige Wiederholung ist ein Prinzip der Kung-Fu-Ausbildung. Shaolin Kung-Fu ist grenzenlos, deswegen ist die Ausbildung so hart. Shaolin Kung-Fu ist wie das große tibetische Sutra des Buddhismus. Man braucht mehr als ein Leben, um es zu lernen. Heute gibt es hunderte verschiedene Shaolin-Kung-Fu-Stile. Sie können in bewaffnete und unbewaffnete Techniken unterteilt werden. Dazu kommt Qigong. Der berühmteste bewaffnete Stil ist der Schwertkampf. Das Schwert gilt als König aller Waffen. Ja!
Der Dao, ein einschneidiger Säbel, ist eine Weiterentwicklung des Schwertes. Die berühmteste Kampftechnik ist die traditionelle Shaolin-Dao-Technik. In früheren Zeiten wurde der Säbel für den Nahkampf erfunden, der für den Kämpfer das größte Risiko bedeutet. Ein altes chinesisches Sprichwort besagt, je kürzer der Säbel, desto größer die Gefahr. Auch Guandao gilt innerhalb des Kung Fu als Säbeltechnik. Aber es hat eigentlich nicht viel mit Säbelkampf zu tun. Der Guandao selber ist eine lange und schwere Waffe, eine Art Hellebarde. Der Kämpfer braucht enorm viel Kraft, um sie effektiv führen zu können. Der Kampf mit der Lanze und dem Speer erfordert aber gleichzeitig auch unglaubliche Schnelligkeit. Dafür ist Shaolin Kung Fu berühmt. Nur mit der scharfen Spitze kann man den Kampf gewinnen. Deswegen muss man den Gegner auf Abstand halten. Im Gegensatz zum Säbel heißt es hier, je länger deine Lanze ist, desto stärker bist du. Aber die berühmteste Waffe der Shaolin ist der Stock. Ohne Klinge kommt es hier auf Schnelligkeit und Präzision an. Vor 500 Jahren kämpften Mönche mit Stöcken gegen japanische Piraten an der Küste im Südosten Chinas. Höchst effizient schlugen sie die Seeräuber zurück und bewiesen damit, dass auch die einfachste Waffe in den richtigen Händen die beste sein kann. Egal wie vorsichtig man ist, es kann immer passieren, dass man einen Gegner mit einer Waffe tötet, ohne es zu wollen. Deshalb sind die am weitesten entwickelten Kung-Fu-Stile die Hand- und Beintechniken. Zu den bekanntesten gehört die Xiao-Hong-Quan-Technik. Jeder Kung-Fu-Schüler muss sie lernen. Diese Technik vereinigt Merkmale aus allen Shaolin-Kampfstilen. Einmal erworben, ist sie ein starkes Fundament, um darauf aufzubauen. Fortgeschrittene Schüler können die Arhat-Kampftechnik lernen. Dieser Stil ist enorm anspruchsvoll. Typisch sind die weit ausholenden Bewegungen. Schrittfolgen und Schlagmuster müssen exakt koordiniert sein. Die Arhat-Technik erfordert einen extrem agilen Oberkörper. Die Schläge werden dabei gleichermaßen mit Fäusten und Handflächen ausgeführt. Ein ganz anderes Prinzip steht hinter der sogenannten Langkampftechnik. Hier geht es um einfache, gerade Schläge. Der Kämpfer bewegt sich dabei so wenig wie möglich, während er versucht, die Angriffe des Gegners vorherzusehen. Sie ist die höchste Form der Kampftechnik. Erst nach mindestens 10 Jahren Kung-Fu-Erfahrung kann sich ein Kämpfer an ihr versuchen. Die wohl kreativste Technik des Shaolin Kung Fu dürften die 18 Hände des Arhats sein. Zugleich der älteste Stil.
Der Legende nach studierte vor 1400 Jahren der Meister Bodhidharma mit seinen Schülern das sogenannte Spiel der fünf Tiere, Wu Qin Qi. Das ist eine uralte Heilmethode im Qigong, die von dem berühmten Arzt Hua Tuo entwickelt wurde. Diese Übungen inspirierten den Meister zu den 18 Händen des Arhats. Das Spiel der fünf Tiere ist eine spezielle Qigong-Technik, in der die Atmung und die Bewegungen von fünf Tieren nachgeahmt werden. Von Bär, Kranich, Affe, Tiger und Hirsch. Sie soll sogar lebensverlängernd wirken. Meister Bodhidharma entwickelte auf dieser Grundlage die 18 Hände des Arhats auf einem 3 Meter breiten Felsvorsprung vor der Höhle, in der er meditierte. Eine der Übungen, der weiße Kranich breitet seine Flügel aus, ahmt zum Beispiel den Flug des Kranichs nach. Dieses Prinzip inspirierte spätere Generationen in ganz China, weitere Tierstile zu entwickeln. Dabei konzentrierten sich die Kung-Fu-Kämpfer auf die speziellen Fähigkeiten, die die Tiere im Laufe der Evolution herausgebildet hatten, um in ihrem Lebensraum bestehen zu können. Der Stärkere überlebt. Das gilt in der Natur und erst recht im Kung-Fu. So imitiert Wu Xing Quan die Kampftechnik der fünf Stile, fünf verschiedene Tiere. Den Drachen, die Schlange, den Tiger, den Leopard und den Kranich. Guan, der Hundestil, orientiert sich an der Art und Weise, wie ein Hund angreift, meistens in Höhe der Beine. Diese Technik eignet sich vor allem für kleinere Menschen. Dann gibt es noch Yin Gar, den Adlerkrallenstil. Er ahmt die Schnelligkeit und Zielsicherheit des Adlers bei der Jagd nach. Xing Quan, die Tigerfaust, ahmt den Tiger nach, betont dessen Schnelligkeit und Aggressivität. Das ist Ho Quan, die Affenfaust. Wie gut oder schlecht ein Schüler diesen Stil beherrscht, sieht man daran, wie deutlich man die einzelnen Verhaltensweisen und Bewegungen des Affen wiedererkennen kann. Lang Quan, der Stil der Gottesanbeterin, zeigt die Aggressivität und die explosive Anmut dieses räuberischen Insekts. Diese einzigartige Verschmelzung von Tierbewegungen und Kampfkunst zeigt die organische Entwicklung des Kung-Fu.
Von seinen Anfängen hin zu der kraftvollen Verteidigungstechnik, die sie heute ist. Kung Fu ist immer noch fest in der Natur verankert. Die tiefste Weisheit und geheimnisvollste Kraft des Kung Fu ist jedoch das Qigong. Durch Atmung und bestimmte Bewegungs- und Konzentrationsübungen soll der Fluss der sogenannten Qi-Energie beeinflusst werden. Die Chinesen glauben, dass der Schwerpunkt des Qi im Dan Tian sitzt, einer Stelle im Unterbauch etwa 3 Finger breit unterhalb des Bauchnabels. Wer diese Energie kontrollieren und an jede beliebige Stelle des Körpers lenken kann, der kann eine enorme zerstörerische Kraft entfalten. Lenke das Qi in deinen Arm. Wenn du eine Nadel wirfst, kannst du damit eine Glasscheibe durchschlagen. Richtig eingesetzt, kann das Qi jeden Teil des Körpers hart wie Stahl machen. Der Kopf kann Eisen, Ziegel, Stöcke und Steinplatten zerbrechen. Hände können Ziegelsteine zertrümmern und Arme dicke Holzknüppel zersplittern lassen. Füße können härter als Stein und Holz sein. Selbst die empfindlichsten Körperstellen können so unempfindlich gegen Säbel- oder Speerattacken werden. Der Bauch widersteht einer eisernen Speerspitze. Sogar mit den Spitzen an seiner ungeschützten Kehle kann dieser Mönch 2 Speere verbiegen. Egal welche Waffe, der Körper kann ihr widerstehen. Die Speerspitze an der Kehle ist eine besonders fortgeschrittene Art des Qigong. Ich lenke das Qi in den Hals und mache ihn damit unverletzbar. Früher galt Qigong für viele als mystisch oder sogar magisch. Studien haben jedoch gezeigt, dass man die Bewegungen des Qi durch den Körper mit einem Wärmedetektor sichtbar machen kann. Es existiert also offenbar tatsächlich. Aber nur durch tägliche Übungen lässt sich diese Energie auch kontrollieren. Die Grundidee des Qigong im Kung Fu ist, die Schwachstellen des Körpers so lange zu stärken, bis sie widerstandsfähig sind. Die menschliche Faust ist empfindlich. Obwohl sie oft als Angriffswaffe eingesetzt wird, ist die Faust anfällig für Verletzungen. Willst du schlagkräftiger sein, musst du sie abhärten. Hänge eine Zeitung an eine Wand und schlage 2 Stunden lang ohne Pause darauf ein. Wenn die Zeitung runterfällt, häng sie wieder auf. Die Wand mag langsam zerbröseln, aber die Faust wird immer härter und irgendwann unverletzbar. Das Gehirn ist das wichtigste Organ des menschlichen Körpers. Schwere Hirnschäden sind tödlich. Um es zu schützen, muss also der Schädelknochen abgehärtet und gestärkt werden. Dazu schlagen die Mönche mit der Handkante auf den Kopf, immer wieder, 2 Stunden lang. Anschließend rammen die Mönche gegenseitig ihre Köpfe gegen Sandsäcke. So sollen sie noch weiter abgehärtet werden, um der Wucht eines gegnerischen Tritts oder Faustschlags widerstehen zu können. Qigong-Meister sagen, dass ein Schädel 4-mal so hart werden kann wie der eines normalen Menschen, wenn man diese Übungen 2 Jahre lang kontinuierlich macht. Ein anderer, besonders empfindlicher Teil des Körpers ist die Halswirbelsäule. Verletzungen können zu Lähmungen und zum Tod führen. Bei einem Kopfstand lastet das gesamte Körpergewicht auf der Halswirbelsäule. Hast du das 1 Jahr lang 1 Stunde pro Tag trainiert, kannst du zur nächsten Übung übergehen,
dem Aufhängen. Die Eisenhalsübung besteht schlicht darin, mit dem Hals in einer Stoffschlinge zu hängen. Am Anfang geht das nur für 2 oder 3 Sekunden. Aber wer die Technik beherrscht, kann den Körper so über mehrere Minuten halten. Der eiserne Hals ist im realen Kampf sehr nützlich. Denn wer ihn beherrscht, kann sich aus einem Würgegriff des Gegners befreien und zum Gegenangriff übergehen. Im Shaolin Kung Fu sind der physische Kampf und die geistige, spirituelle Dimension der Kampfkunst gleichermaßen wichtig. Diese Balance macht es zur führenden Schule des chinesischen Kung Fu. Trotz seiner großen Bedeutung war Shaolin Kung Fu dennoch für eine Weile fast vergessen. Im Verlauf seiner 1500-jährigen Geschichte musste der Shaolin-Tempel etliche Rückschläge hinnehmen. Der schlimmste war im Jahr 1928, als Soldaten des nationalistischen Generals Shi Yuzhan das Kloster in Brand setzten. Dabei verbrannte auch die Bibliothek mit den historischen Schriften der Mönche. Nach dem Feuer fiel Shaolin Kung Fu für fast 50 Jahre in eine Art völliger Starre. Die Schüler sie mindestens 2000 Mal am Tag auf einen Sandsack schlagen. Aber der Zweifingerstand ist noch nicht das höchste Level. Es gibt auch noch den Einfingerstand. Ja. 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 Beim Einfingerstand lastet das gesamte Körpergewicht auf nur einem Finger. Nur sehr wenige Menschen haben diese Meisterschaft errungen. Zuletzt ein einziger Mönch, Meister Hai Deng. Seit seinem Tod im Jahre 1989 ist es niemandem mehr gelungen, diese extremste aller Techniken zu beherrschen. Sie setzt nicht nur immenses Training voraus, sondern auch ein tiefes Verständnis des Zen-Buddhismus. Shaolin-Mönche scheinen der Natur zu trotzen. Schmerz scheint ihnen fremd zu sein. Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und die Kraft, die sie aus der Meditation schöpfen, scheint sie unverwundbar zu machen. Lernen möchte, muss schon im Kindesalter beginnen. In China schicken daher viele Eltern ihre Kinder schon sehr früh ins Shaolin-Kloster. Für die Kinder ein sehr harter Schritt ins streng reglementierte Klosterleben. Schulbildung ist ebenso Bestandteil wie Kung-Fu-Technik. Nach dem Unterricht beginnt das Training. Bis zu 6 Stunden am Tag trainieren selbst die Kleinen. Gerade Dehnübungen sind für sie oft äußerst schmerzvoll. Das Geheimnis der Kampfkunst ist, dass die Schüler die Bewegungsabläufe immer und immer wieder üben. Der Ursprung des Kung-Fu ist bis heute nicht völlig geklärt. Der Legende nach entwickelte der indische Mönch Bodhidharma im Shaolin-Kloster aus Yoga-Übungen eine Atem- und Selbstverteidigungstechnik, um die schlechte körperliche Verfassung der Mönche zu verbessern. Da die Perfektion der Übungen so lange dauerte, nannten die Mönche sie Kung Fu, zu Deutsch immer üben. Alte Fresken im Shaolin-Kloster belegen, dass die buddhistischen Mönche schon vor über 1500 Jahren Selbstverteidigungstechniken trainierten. Neben Faustschlägen und präzisen Tritten gehört dazu auch der perfekte Umgang mit Waffen. Das Abhärten der Gliedmaßen gehört bei den Shaolin-Schülern zum täglichen Trainingsprogramm. Ihr ganzer Tagesablauf ist auf Kung-Fu ausgerichtet. Mit dem ersten Morgengrauen stehen die Schüler auf. Gleich im Anschluss 1 Stunde hartes Konditionstraining am steilen Berg. Dann üben sie über viele Stunden Kampftechniken, manchmal auf meterhohen Pfählen. Das schult den Gleichgewichtssinn und die Präzision der Kämpfer.
Immer wieder trainieren sie Bewegungsabläufe, die einen imaginären Kampf meist gegen mehrere Gegner simulieren. Wer von Kindheit an jeden Tag 6 Stunden und mehr seinen Körper schult, hat die Leistungsfähigkeit eines Profisportlers und das Koordinationsvermögen eines Artisten. Diese Kung-Fu-Übung mit einer kleinen Eisenkugel an einer langen Kette ist extrem riskant. Ein Fehler und die Kugel könnte den Kopf treffen. Die höchste Stufe des Kung-Fu aber erreichen nur wenige Schüler. Sie können Dinge tun, bei denen sich Untrainierte schwer verletzen würden. Ihre Muskeln scheinen unempfindlich gegen Schmerz und ihr Kopf härter als Eisen.